Mit einem Sieg gegen den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson hat Deutschlands Tennis-Jungstar Alexander Zverev beim Laver Cup in den USA die entscheidenden Punkte geholt und das Team Europa zur Titelverteidigung geführt. Der 21 Jahre alte Hamburger drehte ein spannendes Match gegen den Südafrikaner und setzte sich mit 6:7, 3:7, 7:5, 10:7 durch. Das war natürlich ein großartiges Gefühl. Es ist etwas Besonderes, für die Entscheidung gesorgt zu haben. Toll, dass es so zu Ende gegangen ist, sagte Zverev. 13:8 hieß es in Chicago gegen die Weltauswahl. Größer als größer als größer als die besten Bilder vom Laver Cup. Bei einem Sieg Andersons wäre die Entscheidung im Einzel zwischen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic und dem Australier Nick Kyrgios gefallen. Zuvor hatte Roger Federer nach der Abwehr dreier Matchbälle mit einem 6:7, 5:7, 7:6, 8:6, 10:7 gegen den Amerikaner John Isner die Europäer mit Kapitän Björn Borg in Führung gebracht, liebe mein. Team Zverev hatte am zweiten Tag des Showwettbewerbs, der im vergangenen Jahr seine Premiere in Prag gefeiert hatte und im kommenden Jahr in Genf ausgetragen wird, auch sein erstes Match gewonnen. Er bezwang in der Heimstätte der Bulls NBA und der Blackhawks NHL Isner 3:6, 7:6, 8:6, 10:7. Das Doppel mit Federer hingegen verlor Zverev gegen Isner und Jack Sock 6:4, 6:7, 2:7, 9:11. Bei dem Turnier, das nach der australischen Tennislegende Rod Laver benannt ist, gibt es für einen Sieg am ersten Tag einen Punkt, am zweiten Tag zwei Punkte und am dritten drei. Auf Instagram postete Zverev ein Bild mit dem Team bestehend aus Federer, Djokovic, Zverev, Grigor Dimitrov, David Goffin, Kyle Edmund und Kapitän Borg und schrieb dazu: Jede einzelne Person auf diesem Bild ist auf ihre Weise besonders. Leave mein Team, dear.